So, Leute, da sind wir beim nächsten Secret Layer Drop Openings von dieses Mal Mirrodin Sanity. Das sind die Artefaktländer aus Mirrodin in einem wunderschönen Artwork, wenn ihr mich fragt. Thank you for being part of Secret Layer. Ja, mittlerweile kannst du dich ja eh nicht mehr dagegen wehren. Wie immer, das hier ist eine Leihgabe zum Öffnen von einem Freund, einem Zuschauer. Sehr cool, Dankeschön dafür. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben wieder diese Kästchen. Das ist ja aus einer anderen Way für die anderen. Deswegen mal gucken, was sie verbessert oder verschlechtert haben. Und oh mein Gott, die sind so hübsch. Und ja, kommt das hier raus? Das kommt hier raus. Hier drunter ist wieder, wie immer, eine Karte. Ist die mittlerweile, nee, die ist immer noch gesteckt. Das heißt, wir können sie, oh mein Gott, die ist ein bisschen, ist auf jeden Fall eine Vollkarte. Das kann ich euch sagen. Ich will sie noch nicht zeigen, aber man sieht auf jeden Fall, es ist eine Halfpipe. Dementsprechend. Mal gucken. Hier ganz wieder immer wieder der Hinweis, wenn ihr eine Seite gelöst habt, dreht die andere Seite einfach. Dann kriegt ihr die tatsächlich angenehmer ab. Da müsst ihr nicht so an den Karten rummachen. Das Einzige, was ihr macht, ist hier hinten das Plastik ein bisschen hochziehen. Was soweit nicht schlimm ist, weil es ist ja nur Plastik. Plastik ist uns eh egal. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie hier jetzt wieder zurück auf Plastik gehen, wo sie ja die ganze Zeit bei den Commander-Decks und bei den anderen Sachen immer jetzt so drauf achten, nicht auf Plastik zu benutzen. Hier ist dann noch Plastik drum. Gucken wir uns die Länder an. Die Länder sind wirklich wunderschön. Das ist eine Ancient Den. Hier wunderschön mit so, oh, so einem 8-Bit hier und mit so einem Monster drauf. Oh, das ist so schön. Das weiße Artefaktland. Das blaue Artefaktland finde ich tatsächlich ist sehr nah am Original dran. Mit diesem Baum und hier unten auch so ein Taucher drunter, wenn ihr das seht. Hier die Hände. So cool. Wirklich cool. World of the Whispers. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Auch wenn ich hier unten diesen Vampir sehr, sehr witzig finde. Dieses, ich meine, es ist am pixeligsten. Deshalb ist es schon am coolsten, weil es sieht halt wirklich aus wie in Minecraft gebaut. Aber sehr cool. Aus irgendeinem Grund ist die Crate Funerals echt rutschig. Die ist nämlich gefühlt kleiner wie die anderen Karten. So, da muss ich kurz einen Cut machen. Mir ist nämlich die Crate Funerals runtergezogen. Hier unten mit dem Goblin, sehr, sehr cool. Aber das, ja, da geht mir zu viel ab auf dem Artwork wieder. Da finde ich halt den Hintergrund und so weiter. Na, da geht mir zu viel ab. Und der Tree of Tales. Wunderschön hier unten. Das soll wahrscheinlich ein Elf sein. Mit den Messern hier und dem Buch und den ganzen Büchern. Der Buchbaum ist halt aus Büchern. Ich finde die Artworks wirklich, wirklich cool. Und ich muss sagen, auch wenn sie jetzt nicht billig sind für Länder, sie sind cool. Und sie sehen cool aus. Und wenn man sie wirklich benutzen kann, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Secret Layer. Und dann gucken wir uns an, was wir drunter haben. Wir haben, die ist noch nicht mal voll. Warum ist sie denn so hart gebogen, wenn die nicht voll ist? Das ist eine Darksteel Citadel, unzerstörbar, Tappen für Weiß. Guck mal, seht ihr das? Was ist denn? Was ist das denn? Ja, Quality. Gut. Das sind die Artefaktländer. Alle 6 Stück, die es gibt, die Singlefarben sind und nicht Doppelfarben und getapptes Spiel kommen, wie jetzt mit dem Modern Horizons 2. Und ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Ich bin die ganze Zeit überlegen, warum ich mir die nicht geholt habe. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.